Heidi ho, servus und willkommen zurück zu Breakdown. Ja, wie man hier rechts unten schon gut sehen kann, sind die ganzen Gebäude, die wir das letzte Mal gebaut haben, schon fertiggestellt. Was natürlich super Spitzenklasse ist. Krankenbereich, Schlafbereich und Garten. Natürlich können wir jetzt nichts ausbauen, weil wir keine Rohstoffe dafür haben. Aber hier können wir zumindest die Minen vergrößern. Das machen wir natürlich sofort. Und ich glaube, ich werde bald mal da hochfahren, also zum Wohnwagen, damit ich erfahre, was ich denn so brauche in Bezug auf Benzin, also wie ich den halt reparieren kann. Aber zunächst mal werde ich versuchen, jetzt ein bisschen die Characters zu skillen. Denn ich will sie doch ein bisschen stärker machen und ich will irgendwie so einen Hero, also nicht einen Hero im Sinne von Herausforderung machen und Hero freischalten. Nein, ich will jetzt eine Person haben, die ich jetzt von Anfang an habe, die dann mehr oder weniger so unser Hauptcharakter wird durch dieses Let's Play. Jetzt müssen wir halt gucken, wer da unser Auserkorener ist. Ah, da habe ich Landwirtschaftsexperten, der Raymond, sonst habe ich nichts Besonderes. Deswegen schauen wir jetzt mal. Wen haben wir denn? Wer ist mir denn sympathisch? Sympathisch ist mir Aiden. Raymond. Ex-Opern-Fan, der ist mir schon mal unsympathisch. Aha. Alkoholiker, Soldat. Soldat, das ist schon mal gut. Weil ich ja früher auch mal Soldat war. Der ist mir schon mal sehr sympathisch. Obwohl er Alkoholiker ist. Aber gefällt mir. Jedoch hat er nicht so viele Skills. Ex-Radler, zwei linke Füße, Ex-Weltenbummler, geborener Anführer. Der Juan Carlos. Fitness, Geistergegenwart, Kämpfen, Führungskraft. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ganz ehrlich. Ja, die Lilly, die können wir nicht spielen. Hier haben wir, also wir haben den Aiden, den Raymond, den Dane, Brady, Juan Carlos und die Katharina Barrera. Team Mom. Also die hat auch Führungskraft. Wisst ihr was? Ich lasse euch entscheiden. Ich lasse euch diese Folge jetzt lang Zeit. Schreibt mir in die Kommentare, wer euch von diesen Charakteren am sympathischsten ist. Ach ja, genau, ihn habe ich ja auch noch, den, was ich gerade spiele. Der ist auch Soldat, was ich auch super finde. Also, wer soll es sein? Brad, Aiden, Raymond, Dane, Brady, Juan Carlos oder Katharina? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin drauf gespannt. Also, der Sinn jetzt hinter dieser Superhelden ist dieser. Warum steht diese Autos jetzt eigentlich da? Die habe ich nie daher geparkt. Was zur Hölle ist denn hier los? Also, der Sinn dahinter ist, ich will den irgendwie so richtig durch das komplette Let's Play am Leben halten. Also den so richtig overpowered machen und im Prinzip jetzt alle Missionen immer so mit, also nicht alle mit ihm machen, sondern hauptsächlich so mit ihm zocken. Das wäre cool. Gut, konzentrieren wir uns jetzt auf das Ziel. Ich fahre da gleich mal rüber zur Infestation. Muss ich nochmal gucken, unser Typ ist jetzt Soldier. Ja, da gehen wir gleich kämpfen, ein bisschen skillen. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Bringt ein bisschen neuen Schwung rein. Bonk, bonk. Hupsala, da hinten leuchtet etwas wunderschön. Da fahre ich gleich mal hin. Uiuiuiui, sieht aber spannend aus. Schauen, ob da eh nichts hinter uns immer dumm schleicht. Nichts gefunden, das ist ja, fängt ja schon gut an. Okay, Location. Ui, Pistole, Rucksack und Gehstock. Ja, das lasse ich liegen. Das Zeug hauen wir gleich mal rein. Bam, bam, bam. Nehmen wir halt die Fackeln auch, also diese Signalfeuer nehmen wir gleich auch mal auch mit. Ist ja wurscht. Geht ja um nichts.
Okay, hier sind Kollegas in Schwierigkeiten. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich will jetzt in dieser Stufe nicht mehr allzu viele Mitglieder aufnehmen. Es sei denn, naja, es wäre cool, wenn ich so einen Medizinmann oder keine Ahnung, irgendjemand mit speziellen Fähigkeiten finden würde. Aber gut. Aber ich fahre zuerst da rechts hin. Da ist nämlich jemand in der Klemme. Ah, ist ja schon das Haus, okay? Ich bin schon da. Licht an, damit ich da was sehe. Uiuiui. Ich bin schon da, ich bin schon da. Ja, nicht sterben. Weh, du stirbst mir jetzt weg. Ich sehe gar nichts. Ich hämmer einfach nur drauf los. Jetzt muss ich gucken, ob da eh nicht ein überlebender Tod am Boden liegt. Ne, es sieht alles aus wie Zombies. Gut, keine gestorben. Puh. Gut. Gut, 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 gut. Wo wohnt ihr denn, Freunde? Wo wohnt ihr denn? Ach so. Okay. Gut. Na, da können wir aber nebenbei noch die Infestation räumen. Du hast ja gerade Level 4 erreicht. Das killen wir natürlich. Gleich. Hieb- und Stichwaffen. Dass wir da ein bisschen Abwechslung haben. So, Infestation. Huhn. Oh mein Gott, jetzt haben sie sicher Angst, die Zombie-Lions. Hui. Wisst ihr was? Ich geh da gleich das Fenster rein. Flankiert ihn ein bisschen. Nur doch ein bisschen viel. Ich sehe gar nichts. Oh Gott. Kommt her. Fuck. Oh Gottchen. Das kommt mir alles schon wieder so finster vor. Wenn ich so weiter tue, dann verliere ich bald mal die ganzen Charaktere. Ja, komm. Ja, okay. Das hat alle noch am Leben. Also irgendwas hat es da nicht ganz übernommen, kommt mir vor. Wobei, das ist gleich, wie ich es letztens eingestellt habe. Kommt mir aber so verdammt finster schon wieder vor. Naja. Naja, naja, naja. Ach, Straße fast verpasst da. Boing. Schon wieder eine Horde. Rennt mir nach und laufen in die Minen rein. Das wäre sehr, sehr gut von euch, wenn ihr das tun würdet für mich. So, hier haben wir Le Parkplatz. Bitteschön. Das leg mal rein. Pistole lasse ich im Auto. Und das Zeug legen wir auch noch rein. Oh, wir sind jetzt Freunde. Och, ist das nicht süß? Brauchst du sonst noch etwas? Das lege ich ab und nehme stattdessen, was ist denn das? Aspirin. Nehme ich noch ein Päckchen Aspirin mit. Wenn ich eines habe. Habe ich keins. Habe ich keines. Nehme ich halt das mit. Ist doch eh egal. Eine Pistole, habe ich Schalldämpfer? Nee, kann ich auch nicht bauen, weil ich glaube, ich nicht mal eine Werkstatt habe. Das ist jetzt irgendwie blöd. Platz hätte ich noch für einen Außenposten. Essen konservieren. Was bräuchte ich denn? Wisst ihr was? Ich fahre jetzt mal zum Wohnwagen. Also das sind jetzt Schutzwesten, somit das kann warten. Ich will jetzt zu diesem Wohnwagen. Ich glaube, dann nehme ich jetzt den das Muscle Car. Das ist ein bisschen schneller. Den parken wir hier noch schön ein. Wunderbar. Zwar nicht ganz zentral, aber naja. Gehen wir da ein bisschen Gummi. Wenn ich die Steuerung so Mist wäre. Oh Gott, wie sich der fährt.
Ah, da ist eine Brücke, genau. Da geht er richtig ab. Unglaublich. Achso, Aussichtspunkt, genau. Na, wobei, ich bleibe in dieser Stufe eh nicht mehr so lange. Ich will jetzt gar nicht mehr viel erforschen, also erkunden. Nur noch dann die Chars ein bisschen skillen und die nötigen Rohstoffe noch sammeln. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Oh Gott, die Bremsen sind ja so richtig für den Arsch. Suchen und zerstören. Infestation beseitigen. Wo sind die? Infestation. Da, okay. Mach mal, wenn wir wieder zu Hause sind. Alrighty then. Da rechts rein. Und da sind wir auch schon da. Yeah! Ein Heisenberg Wohnmobil, perfekt zu Crystal Meth kochen. Jetzt gucke ich aber, was hier drin so ist. Da haben wir schon was. Perfekt. Komm. Ja! Habe ich dir das Köpflein abgeschlagen? Wo ist ich? Hör da was da hinter mir, versteckst du dich? Und ich schlag dir zweimal daneben. Gehört natürlich alles dazu. Lauf. Und schlagen, ja. So mag ich das. Ich hau mir zuerst einen Snack rein, wäre besser. Uiuiui. So richtig mit einem Punch gefinished. So. Parke ich den dann ein bisschen. Ah, kann ich gleich reinstellen, ist auch gut. Brauche ich nicht so weit laufen. Ey, lass das Auto in Ruhe, bitte. Ich werde sehr verbunden. Ah, okay. Jetzt habe ich zwar die Hälfte verpasst, was sie gesagt hat, aber das habe ich auch noch nie gehabt. Anscheinend ist das Auto, der Wohnwagen, kontaminiert. Also vielleicht, ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst, aber ich glaube, ich muss dann jetzt irgendwie den desinfizieren oder sowas. Heap of, yeah. Brecheisen nehmen wir mit. Huh. Das ist wirklich ein Soldat, huh. Ein Ex-Marine, wie es mir scheint. Sonst haben wir dann nichts mehr. Nicht mal einen kleinen Rucksack. Ach, schade. Schade. Ah, da kann ich hoch. Uiuiui, da ist was. Ah, da drüben ist doch was. Das ist doch perfekt. Ach, oder auch nicht. Wie immer, ich will einen großen Rucksack haben. Ich liebe diese Rucksäcke. Und da haben wir zwei kleine, ist auch fein. Und das war's. Ja, das war's. Ja. Leiter, ja. Wobei, das lege ich gleich da rein. Brauche ich es nicht extra vom Auto rausholen dann. Suchen und zerstören. Ah, jetzt gucke ich aber mal. Wegen dem Wohnwagen. Genau, Wohnmobil desinfizieren. Brauche ich 10 Medikamente. Ja, das sollte doch kein Problem sein. In dem Wohnmobil wurde offenbar jemand zerfetzt. Wahrscheinlich mehrere Leute. Es stinkt wie aufgeblähter Zombie von innen. Das ist nicht gut. Oh, da haben wir noch was. Immer alles schön durchguxen. Dass wir da ja nichts verpassen. Jawoll! Genau, legst du gleich mal an, Junge. Kann ich gleich mal mehr einpacken. Das lege ich jetzt trotzdem rein. Ja, das. Habe ich hier keinen Platz mehr. Ich glaube, das war es eh schon wieder. Ja, gut. Haben wir doch schön gelootet da. Und zurück nach Hause. Das noch. Oh mein Gott. Penner. Penners. Bin ich jetzt über den Zombie gefahren. Das nicht mal gemerkt.
schleiche ich mich das zum Rucksack, dass sie nicht gleich angesprintet kommen. Aber der hinten hat mich schon ge... Mann! Alter Schwede, der Typ ist mir sympathisch. Der finisht fast jeden Zombie mit einem Schlag. Das ist ja richtig geil. Ja, solange der dicke Brummer da hinten bleibt, ist ja alles gut. Gottchen. Seht ihr das? Ein Schlag tot. Ein Schlag tot. Schlachten. Bonus-EP hier. Also ich muss sagen, er ist mir jetzt schon sympathisch für einen Hauptcharakter. Der gute alte Brett. So. Ja, verpissen wir uns hier. Muss ich halt irgendwie zurück auf die Straße finden. Mann, da gibt es ja noch mehr. Ich finde immer geilere Sachen. Punch, punch, punch. Jetzt habe ich aber eh keinen Platz mehr. Ja, außer wenn was Großes drin ist, dann kann ich mir das noch, ach Gott, auf dem Rücken schnallen. Aber hier haben wir noch einen Pushhaken. Können wir auch nehmen. Hier kommen wir ohne weiteres durch oder auch nicht. So. Tatanmart. Gottchen, was ist denn da? Ein Stein. Jetzt habe ich die Einfahrt verpasst. Ich Depp. Ja, ich merke schon, ich habe nicht schon länger nicht mehr gespielt. Die Wegfindung von mir ist genau null. Aber ich werde mich schon daran gewöhnen. Dieses Auto fährt sich so scheiße, echt. Ah, das ist der Waffenladen, der wäre auch noch interessant, dass wir da ein bisschen Schusswaffen und Munition mitnehmen können. Die nächste Stufe. Aber jetzt haben wir eh noch ein bisschen Zeit. Ich brauche vorerst eh noch die Medizin. Und dann müsste eigentlich gut sein. So. Ich habe ja doch einiges zum Einräumen. Mahlzeit. Gut, Rucksack, das Teil, das. Bam, bam, lege ich auch rein und du kriegst jetzt Haben wir leider nichts Besonderes. Das ist eine schwere Waffe. Rostiges Kukri. Kriegst du ein Beil und ein Kukri? Ich bin großzügig heute. Das restliche Zeug noch holen. Und Goodies. Gut ist. Mehr Außenposten. Ach, die braucht man nicht mehr. Rundumsicherung ist ja nahezu perfekt. Und jetzt, du bist jetzt gut. In Fitness könntest du mehr vertragen. Kämpfen bist du schon recht gut. Schießen vorerst ausreichend. Geistesgegenwart, ja, das killt man relativ langsam. Und ja. Ach, jetzt habe ich dazu zwei Neuen dabei, Gott. Wobei ihr, ach so. Jetzt habe ich noch einen Soldat bekommen. Der Brandon und die Sienna ist auch neu. Ui. Fitnessguru Reflexe. Nee, ihr seid zu frisch, ihr fällt jetzt aus, ihr kommt nicht in die engere Wahl meines Heroes. Also die Auswahl steht noch immer so wie vorhin. Und gut. So, wo fahren wir jetzt hin? Suchen und zerstören. Wobei, ich skill jetzt mal jemand anders. Zwar dich, nein, dich, ne, wobei.
Things are getting pretty hairy out there. You may need to hurry. Ich nehme mal den. Okay, Days geht nicht. Zu wenig Vertrauen, der ist noch nicht mein Freund. Dann nehme ich. Der ist am Wachposten. Kämpfen. Na egal, dann nehme ich einfach mal. Du gehst auch nicht, verdammt. Dich. Nehme ich mal dich. Du bekommst von mir Beil, ja. Ist ja nicht gut. Lyrique du Sac. Du bekommst eine Pistole. Wobei, ohne Schalldämpfer ist das auch scheiße. Die Pistole kenne ich gar nicht. Die ist mir neu. Aber ich bin ein Glock-Fan. Nehme ich eine Glock. 20 Schuss reichen vorerst. Und noch ein bisschen Medizin. Was haben wir da? Aspirin schon wieder. Gott. Kriegst du von mir Kodein. Gut. Sieht gut aus. Und da gehen wir gleich mal diese Infestation beseitigen. Ah, ich glaube, ist nicht da auch noch eine Pistole drin? Ja, genau. Ja, lasse ich drin. Als Backup-Waffe sozusagen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich habe nämlich den letzten Part wieder angeguckt von mir. Bin gespannt, ob es auch da ist. Ich habe nämlich die Medizin da drin, glaube ich, vergessen. Aber ich habe so das Gefühl. Nein, es ist noch da. Geil. Weil ich da so viel von der Gamescom erzählt habe, habe ich das komplett verpennt, dass da was drin war. Aber jetzt haben wir es ja wieder. Noch ganz schnell nach Hause fahren. Natürlich im Rückwärtsgang. Und? Perfekt. Somit könnten wir jetzt schon den Wohnwagen desinfizieren. Und das tun wir jetzt auch gleich. 15 Minuten. So. Du bist links oder rechts? Da blinkt auch einiges. Da gibt es viel zum Looten. Looten. Also das wird mir echt nie zu langweilig, das Looten. Auch wenn es irgendwie langweilig ist, aber es macht so Freude. Ey. Da ist nämlich Service, er kommt gleich zu mir. Ja, bin ich. Auch nicht mehr. Rucksack, ah, Rucksack, sage ich. Schreibtisch, so heißt das. Naja. Nichts, okay. Da ist die Infestitioner. Oder so. Echt jetzt? Also, du störst jetzt, Kollege. Ich fahre einfach um den Block. Versuch ihn zu umgehen, diesen bösen Mann. Big Daddy Auto Repair, cool. Cooler Smiley. Ich habe jetzt auch gelesen, bei euch in den Comments, dass State of Decay 2 ein Multiplayer werden soll. Ich meine, irgendwie ganz so offiziell ist es ja auch nicht. War ja nur so ein Online-Bericht. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Also, wenn das wirklich so in diesen Stil wäre, wie jetzt wirklich dieses State of Decay und nicht so wie DayZ, das wäre echt geil. Weil DayZ habe ich eh schon mal erwähnt, das ist einfach viel zu schwer und viel zu realistisch. State of Decay ist halt so ein richtig cooler Mix aus Survival und irgendwie aus Arcade-lastigem Kämpfen. Und der Typ geht einfach nicht weg, aber die Infestation habe ich eh schon geklärt. Aber der attackiert mich nicht mal. Der mag einfach keine Autos. Er tut nichts. Ah, er tut was. Puh. Ich glaube, der hat Angst von Autos.
Was ist, wenn ich den jetzt ganz leicht anfahre? Ich hab's mir gedacht, dass das halbe Auto explodiert. Nein, weg hier! Gott, den habe ich gerade mal leicht berührt. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ach Gottchen. Aber da hinten war, glaube ich, eh noch ein Truck. Irgendwo da war noch einer. Ah, da links ist einer. Fuck. Das ist jetzt nicht so geplant. Aber gut. Man lernt nie aus. Das werde ich nicht wieder tun. Ja. Der Timer schreit schon wieder. Was braucht man denn eigentlich noch? Ey! Medizin, ja, das ist wieder verbraucht. Ich fahre jetzt noch ganz schnell zum Waffenladen rüber. Hauptsache, das haben wir dann. Bisschen Ballerei. Und das wäre doch richtig geil. Wow. Meep, meep, motherfuckers. Und da sind wir schon da. Leider kein Behindertenparkplatz. Aber das geht ja auch. Ding dong. So, jetzt habe ich Kämpfen eigentlich nichts geskillt bei ihr, weil ich eigentlich nur alle überfahren habe. Aber das hat einen guten Grund, denn da war ein fetter Brummer vor mir und gegen den will ich nicht wirklich persönlich kämpfen. Aber da drüben wäre eine Horde. Wobei das auch sehr, sehr gefährlich ist, gegen den da allein zu kämpfen. Flinte. Oh ja, nicht. Wunderbar. Aber ich könnte sie jetzt zu einer Schusswaffenexpertin machen und einfach nur alle Zombies über den Haufen schießen. Das wäre doch was. Dann machen wir jetzt einfach Tempo. Ja. Wäre cool, wenn ich das jetzt da so runterwerfen könnte, aber... Naja. Ach, das Nagelbrett lasse ich jetzt einfach hier. Da gehen wir noch hin, dass er mir einzeigt, dass ich alles auch gesucht habe. Und sonst war es das eigentlich. Oder vielleicht liegt er noch im Waffenkoffer. Genau. Dieser Waffenkoffer. Guck's mal. Upsi. Wieder eine Flinte. Zack. Nein, ich bin voll. Fuck. Naja. Nehmen halt nur die Flinte mit. Das müsste reichen. Munition ist jetzt wurscht. Achso, ja. Habe ich ja keinen Platz mehr. Ich vergaß. Hey, Zombies, 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 Zombies. Hey, Zombies, 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 Zombies. Lock mal einfach ein paar Zombies an. Dem einfach ohne Schalldämpfer rumballern. Nee, geht kein Zoom, schade. Nachladen war das, genau. Oh, dich will ich aber nicht anlocken. Warum sind da so viele dicke Brummer? Ich gehe da jetzt nochmal rein. Hallo zusammen. Das sieht nach Medizin aus. Oder auch nicht. Das sieht nach Werkzeug aus. Oder auch das ist ja das gleiche. In your face. In your face. Aber der Dicke, der scheint ein bisschen unbeeindruckt zu sein. Ist mir auch lieber so. Weil sonst hätte man ein Problem, ne? Klar, ein einziger Baum und ich halt genau drauf zu.
Okay. Was braucht man? Was braucht man, was braucht man, was braucht man denn? Let's have a look inside. Was ist das? Das Ablenkungsmanöver. Was war das? Ein Lösungsmittel. Okay, werden wir schon finden. Snack, haben wir noch Platz dafür? Na, kommt, kommt, kommt. Hab doch keine Angst vor mir. Ich mach's eh schnell. Na, Lösungsmittel, wo wird das eher sein? Das wird eher so in sowas vielleicht. Und da haben wir's. Perfekt. Den Rest lasse ich jetzt, weil ich eh keinen Platz mehr habe. Gott! Jetzt verliere ich wieder die Türen. Kann's doch nicht sein, echt. Naja, allzu lange bleiben wir eh nicht mehr hier. My Hero. 5 Munition ist jetzt nicht die Welt, aber naja. Bitte schön, habe ich gerne gemacht. Das brauche ich noch, das brauche ich ehrlich nicht mehr und den Rest noch rein. Tang, 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 tang. Pistole lasse ich noch drin. Und gut ist. Ups, falsch abgeleckt, aber wurscht. Gut, das war's schon mit dieser Folge. Wir sehen uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde. Servus.